Weiter geht's hier in PES 2021 und wir stehen vor dem letzten Spiel der Saison, bevor wir zur großen Statistikfolge kommen, wo wir uns dann alle Statistiken der ganzen Saison anschauen. Also, das habe ich mir jetzt so gedacht, sonst wird die Folge wieder ein bisschen zu lang, so eine Dreiviertelstunde, 40 Minuten mindestens, wenn wir uns danach noch die Statistik anschauen. Deshalb würde ich sagen, spielen wir in der Folge jetzt das Abschiedsspiel. Und nächste Folge schauen wir uns dann alle Statistiken zur Saison an, reden noch ein bisschen wahrscheinlich über das Projekt, wie es so weitergeht. Und dann machen wir jetzt halt erstmal das große Abschiedsspiel. Aber da will ich erstmal schauen. Das ist ja nicht nur ein Abschiedsspiel für allgemein Spieler, die aufhören, sondern das können wir ja auch als Abschiedsspiel quasi benutzen. Willian wird uns zum Beispiel verlassen, wird auf jeden Fall spielen. Özil, Mustafi. Wen haben wir noch? Holding, Saliba und Cedric. Elneny und Willock. Okay. Vielleicht kann ich mir die alle merken. Dann bringen wir die auf jeden Fall auch irgendwie hier in die Aufstellung rein, damit die auf jeden Fall nochmal für Arsenal im Kader stehen. Aber davor holen wir uns erstmal eine neue Mannschaftsplatzierung ab. Ist ja ganz logisch. Saisonziele, Saisonbilanz. So, was haben wir denn hier Spannendes? Der furiose Saisonstart war eine wahre Augenweide. Schade, dass wir die Form nicht halten konnten. Die schwachen Vorstellungen. Okay. Wir hätten alles erreichen können, jetzt müssen wir akribisch von der nächsten Saison vorbereiten, damit wir keinesfalls noch einmal. Keine Ahnung, wer so schnell lesen kann. Ich war es sicherlich nicht. Champions League bestätigt, Verhandlungen mit Eriksen, Leipzig möchte ich nennen, da sind wir aber fein raus. Wir sind auf Platz 9 inzwischen in der Clubrangliste angekommen, das werden wir aber wie gesagt ja eben in der nächsten Folge uns noch anschauen. Eriksen, die bieten da ganz schön wenig, dafür, dass der noch Vertrag bis 2024 hat und einen Marktwert von 60 Millionen und bieten sie, glaube mal, 30, das ist schon ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ja, komm. Natürlich kommt da jetzt nochmal ein Stellenangebot, anstatt dass es einfach am nächsten Tag kommt. Wer möchte uns denn haben? Liverpool und Port. Wo auch immer Port ist. Ja, und wir wollen natürlich auch so unseren Vertrag verlängern. Das können wir natürlich auch gleich noch machen. Port. Wo ist denn Port? Ist das in Toyota Teile? Ja, lol. Wir können natürlich auch nächste Saison einfach mal in der Toyota Thai League spielen. wäre glaube ich auch eine Challenge. So, also ich glaube, das Budget ist nicht riesig, die Spieler sind nicht die besten wahrscheinlich. Das könnte tatsächlich eine lustige Saison werden, glaube ich. Ibrahimovic hört auf. Wenn wir das hier so sehen. Was gibt es jetzt hier noch? Nur Scouting-Ergebnisse, das heißt, wir können endlich ins letzte Spiel reinstarten. Norris wird auf jeden Fall aufhören. Heute wird ein Abschiedsspiel für Spieler ausgetragen, die in den Ruhestand gehen. Es geht um Spaß und eine würdige Verabschiedung. Na dann, stellen wir doch auch mal unsere beste Elf aus. Schauen wir mal, wer ist denn hier so dabei? Der Jerome sehen wir, da ist noch dabei. Ribéry, Fabregas. Da sind einige gar nicht so schlechte Spieler dabei, auf jeden Fall. Ist noch, würde ich sagen, kein schlechtes Team. Loris mit einer 86er-Bewertung war ja doch bei Man United ein Tor, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Naja, Willian wird auf jeden Fall spielen. Özil wird eben spielen. Mustafi wird auch spielen. Und wen hatten wir dann noch? Chambers, Holding? Nee. Chambers nicht. Holding? Lass mal Alaba noch spielen. Saliba und Cedric werden spielen. Elneny und Willock müssten wir noch irgendwo unterbringen. Dann schieben wir ihn hier rüber. Özil. Lassen wir irgendwo, weiß ich nicht ganz genau, wo wir den hin tun wollen. So, Willock noch. Und Elneny. Für Elneny ist kein Platz mehr. Elneny wird auf jeden Fall dann noch eingewechselt. Dann lassen wir ihn hier für Gabriel. Ah, das passt schon so, oder? Das passt so. Ich würde sagen, das passt so. Gehen wir rein ins letzte Spiel der Saison. Während hier jetzt halt wieder, sage ich mal,
Fast nicht ganz. Es ist nicht das erste Spiel, sondern das erste Spiel der Rückrunde. Es geht bald wieder los. Die Bundesliga startet wieder. Letztens habe ich ja noch drüber geredet, dass sich in der Premier League, dass da der ein oder andere negative Kommentar, sag ich mal, kam. Dass da über die Weihnachtstage, sag ich mal, über die zwischen den Jahren, so nennt man es ja, dass man da weiterhin spielt und in Deutschland war ja Winterpause und die ist aber jetzt halt auch vorbei und das heißt, es geht wieder los, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich so auf das Spiel freue, also allgemein natürlich freue ich mich schon mal, dass Bayern allein schon mal live kommt, da habe ich natürlich schon mal Bock drauf. Bei Gladbach kriege ich immer noch leichte Schweißausbrüche, muss ich sagen. Also das Pokalspiel habe ich noch nicht verdaut, zu 100%. Nein, aber trotzdem, Gladbach immer so ein ekelhafter Gegner, weiß ich nicht. Das ganze Jahr irgendwie nichts können und dann aber, wenn es um was geht, auf einmal wie Prime Real oder so spielen. Ganz komisch. Aber vielleicht auch einfach eine gute Einstellung, wenn man auf jeden Fall mal gegen den Größten vielleicht schon mal am motiviertesten ist. Aber, was soll man sagen? 9 Spieler in Quarantäne. Für mich, eigentlich würde ich sagen, also 9 Spieler in Quarantäne, 2 wahrscheinlich, glaube ich, verletzt, wenn mich nicht alles täuscht, und 2 noch beim Afrika Cup, also der Kader ist dünner denn je. Ich glaube, wir kriegen gerade so 11 Spieler zusammen. Gefühlt. Die wirklich, also 11 Profispieler, die auch schon Bundesliga-Spiele gemacht haben, sage ich mal. Und sonst auf der Ersatzbank, da sieht es auch kritisch aus. Da wird der Christian Früchtl sitzen und sonst werden sie da schon noch den ein oder anderen Jugendspieler ja wahrscheinlich holen. Also wurde ja auch schon jetzt halt gesagt, dass da der ein oder andere jetzt halt mittrainiert hat. Auch schon extra. Oh! Und Ribéry. Oder es war Ribéry. Der Frank. In seinem letzten Spiel, da gönnt er sich nochmal. Da gönnt er sich nochmal richtig. Herrlicher Freistoß. Leno kann da kaum was machen. Ne, es wurden ja eben, ich versuche ja immer schon, genügend über alle Fußballthemen zu reden, aber für mich gibt es jetzt, sag ich mal, in den Tagen jetzt hat natürlich, also ich rede natürlich allgemein mehr über Bayern, aber gerade jetzt hat gibt es für mich natürlich auch mehr über Bayern zu reden. Ja, Jugendspieler wurden auch extra zum Beispiel eingeflogen, U16, ne nicht U16, U17, 16 Jahre. Sender von 2 Leute, also das ist schon nicht schlecht, also weiß ich nicht, wenn ich überlege, mit 16 Jahren, da habe ich noch halb in die Hose geschissen oder so. Und die hätten jetzt halt eventuell die Chance, da zu spielen. Ist nicht schlecht, würde ich sagen, also ist auf jeden Fall eine Chance, aber ich weiß nicht, ich freue mich so semi auf das Spiel. Also ich glaube so, wenn mir das hier so ein Pass passieren würde, das wäre auf jeden Fall eine Challenge. Ich glaube, als Trainer ist das schon gar nicht so uncool. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, ich finde es eine Frechheit, dass das Spiel nicht abgesagt wird oder verschoben wird, weil ich meine, wir haben wirklich, die Personallage ist halt wirklich, finde ich, kritisch. Also schreibt mir auch mal gerne eure Meinung da dazu. Also da sind ja die Meinungen recht gespalten, sage ich mal. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, schon sicher, dass es nicht verschoben wird, ob es hätte verschoben werden sollen oder nicht. Ich finde schon. Also, weiß ich nicht. Also, nee. Wenn da so viele fehlen, Lacazette jetzt hat, der muss doch jetzt drin sein. Ich meine, wir wollen ja auch mal das letzte Saisonspiel jetzt hier gewinnen. Oh, Freistoß für uns. Ganz wilde Sache. So viel dabei zur Bundesliga. Was haben wir noch gehabt? Ein paar Transfers. Auch
magere Ausbeute, sag ich mal. Was jetzt seit letztens reinkam, sag ich mal. Oh, und Willian, der muss doch in seinem letzten Spiel treffen. Aber es macht Lacazette. Zwar nicht im letzten Spiel. Lacazette behalten wir Gott sei Dank noch ein bisschen, aber immerhin der Ausgleich. Nee, es gab ein bisschen was auf dem Transfermarkt zu sehen. Newcastle hat das erste Mal, das war ja quasi das, fast schon das große Warten. Wann wird die erste Bombe gedroppt, sage ich mal? Wann fliegt der erste Geldsack, die erste Geldbombe? Wann kommt der erste große Transfer? Aber hat sich in Grenzen gehalten, also Trippier von Atletico jetzt hat, also zu Newcastle. Aber da wird schon noch was kommen. Also da bin ich mir relativ sicher, dass da auf jeden Fall noch was kommen wird. Wo ist jetzt El Nini? Kann hier irgendwer außen spielen für Alaba? Nein. Perfekt. Dann lassen wir Enini für... wir lassen die Leute noch reinkommen, damit sie zumindest die Standing Ovations vom Publikum noch abbekommen können, wenn sie ausgewechselt werden. Jetzt können wir wechseln. Mustafi raus, der hat gar nicht so wenig Spiele, sage ich mal, für uns jetzt halt die Saison gemacht. Und wen lassen wir denn noch spielen? Coutinho. Lacazette war auch gut dabei. Nehmen wir Martinelli mit rein. Sonst passt es eigentlich soweit so. Wenn ich die alle spielen lassen will, nehmen wir Ule noch mit rein. Der ja dann auch gegen Gladbach spielen muss. Was ich, wo ich, das war auch so eine Sache, da habe ich mir so überlegt, so, wer eigentlich, warum muss jetzt genau der Neuer, sag ich mal, Corona haben? Weil das wäre quasi die Chance für Manuel Neuer gewesen, sag ich mal, im Mittelfeld zu spielen. Also, ich weiß nicht, ob das irgendjemand in Betracht gezogen hätte. Wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, der Neuer, der spielt so oft wirklich da vorne mit rum. Und ist auf Höhe der Mittellinie. Ich fände das so geil, hätte, wenn wir dann einfach zu wenig Spieler gehabt hätten oder haben würden, so rum. Und dann einfach so, dann heißt das so, okay, Ole geht ins Tor und Neuer, der kommt einfach dann schön ins Mittelfeld und spielt dann da oder in der Abwehr und spielt dann in den Libero oder so. Das fände ich wirklich mega geil. Hätte schon was Lustiges auf jeden Fall. Aber naja, jetzt schauen wir mal. Ich muss ehrlich gesagt zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht. Ja, natürlich wieder ein Foul. Ich weiß nicht tatsächlich, was sonst so an Bundesliga-Spielen geht. Ich habe jetzt ja die ganzen Tage über nur natürlich über Bayern gelesen und über die ganzen Corona-Fälle. Also, da hat es mir dann nach. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, jetzt mal ein bisschen langsamer bitte. Jetzt reicht's ja langsam. Aber ich glaube, das Wichtigste auf jeden Fall ist, in dem Fall, dass da alle natürlich gut durchkommen. Dass da keiner irgendwelche Folgeschäden hat. Da wird man es ja auch beim Kimmich jetzt halt vielleicht sehen, wie es dem so geht, ob er wieder komplett fit ist, ob er die Leistung noch mitgehen kann. Ich hoffe schon. Aber wir werden sehen, aber na, schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe auch, ja, wie sonst für die restlichen Bundesligaspiele relativ wenig informiert, deshalb bin ich da ein bisschen raus. Was es auf jeden Fall noch zur Bundesliga zu sagen gibt, Coutinho mit dem Schuss ist ein weiterer großer Transfer, nämlich von einem 18-jährigen US-Amerikaner. Ich weiß gar nicht mal, wie er heißt. Der für 18 Millionen, oder waren es 15? 15 oder 18 Millionen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ist er zum FC Augsburg gegangen. Was mich an sich schon mal gewundert hat, weil das ist ja auf jeden Fall, also ist glaube ich die höchste Transfersumme für den FCA. Und ich meine allgemein, das ist für ein Team, sage ich mal, was jetzt halt schon eigentlich, sage ich mal, eher
Ja, jetzt halt würde ich sagen, mal nicht als unbedingt reich gilt. Und was auch doch eher ein bisschen weiter unten jetzt halt im Tabellenkeller steht, ist es schon, würde ich sagen, ein großer Haufen Geld. Klar, die haben auch so einen teilweise Investor bekommen, so wie ich das richtig verstanden habe. Der da 45%, glaube ich, vom FCA hat. Und da kam da natürlich ein bisschen Geld rein. Ob das jetzt halt natürlich, weiß ich nicht. Nachher verliert der irgendwann, oh Gott, der ist ja wieder drin, oder? Okay. Ribéry. Wie wär's? Wenn er noch eine Saison macht, wir bieten ihm einen Vertrag an. Ja, scheiße, zweimal durch so einen fucking Freistoß. Jetzt sind wir hier Vizemeister der Premier League und jetzt verlieren wir hier gegen eine alte Herrenmannschaft, oder was? Durch zwei Freistöße auch noch. Ja, Coutinho. Nee, Martinelli war's. Aber das würde ich trotzdem sagen, war eins der auch der beachtlicheren Summen. Also ich glaube nicht, dass Mannschaften wie, weiß ich nicht, Bielefeld zum Beispiel jetzt hat, glaube ich nicht, dass die zum Beispiel jetzt hat einfach mal so 15 Millionen kurz aus der Hose zaubern können und oder Kreuth oder Bochum oder wer auch immer noch da alles unten drum gurkt. Also hat mich überrascht, gerade weil er auch eben zum Beispiel bei Bayern im Gespräch war, aber auch bei anderen großen Teams in Europa. Haben sie eigentlich, ich finde einen ganz lustigen Tweet, haben sie da rausgehauen vom FCA. Mit so einer, zum Glücksspielautomaten, wo dann da die verschiedenen Logos von, weiß ich nicht, Juve war noch dabei, Chelsea war noch dabei und was weiß ich wer. Und auch Bayern. Und irgendwann kam dann halt dreimal Augsburg, also. Ist auf jeden Fall beachtlich. Mal schauen, wie sich der entwickelt. Wie gesagt, da kann ich auch wenig dazu sagen, weil ich den Bre, den kenne ich tatsächlich nicht. Und ich bin auch jetzt halt, wenn man mich fragt, so, wie sieht's so aus beim FC Dallas? Kritisch muss ich sagen. Also MLS, schon geil. Schau ich auch, schau ich gerne an. Live anschauen tue ich es nicht, aber ist, ja nee, jetzt nicht schon wieder ein Ribéry. Was ist mit dem los? Was soll das? Wo? Ribéry mit drei absolut cleanen Freistoßtoren. What the fuck? What? Im letzten Spiel nochmal bis aufs allerletzte wirklich blamiert. Bis aufs allerletzte. Ribéry mit drei Freistoßtoren macht uns komplett frisch. Wild. Ganz, ganz wild. Wirklich. So, Zlatan verabschiedet sich mit 39. Wird auch interessant, wie lange das in echt noch macht. Aber ich meine, er ist immer noch in der Form. Ribéry, Alter. 8-5er-Wertung. Wir haben richtig reingeschissen. Holding mit einer 4-5. Nur Lacazette, der wirklich. Eieiei. Das als letzte Folge. Das. Das glaube ich, überspringen wir ganz schnell. Wir gehen zum letzten Saisontag. Wir schauen uns noch an, was hier noch gibt. Verhandlungen mit Runarsson. Brentford möchte den sofort verpflichten. Das schauen wir uns auch noch nächste Folge an. Deshalb würde ich jetzt sagen, wer das Video ausgefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar und im besten Fall natürlich noch ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge noch einmal. Ob es die letzte Folge von dem Let's Play ist, weiß ich noch nicht. Das entscheidet entweder ich dann oder ihr. Also schauen wir mal, vielleicht mache ich wieder eine Abstimmung. Ich habe mir auch mal sonst gedacht, so, okay, ja,
machst du immer abwechselnd über die Jahre, eine Saison mit Bayern, eine Saison mit irgendwas anderem, aber auch mal mit Atalanta angefangen, sag ich mal, ein paar Folgen. Und ja, jetzt halt eben mit Arsenal, dann wäre jetzt halt nächste Saison theoretisch wieder Bayern dran. Aber schauen wir mal. Wenn wir mit Bayern machen, dann würde ich auf jeden Fall auf den neuen Evo-Patch warten. Aber das wollen wir alles in der nächsten Folge besprechen. Also in der nächsten Folge große Talkrunde in der nächsten Folge. Also auch kein Spiel, sondern wir schauen uns alle Statistiken an, die es auch in den anderen Ligen gab. Wer die Champions League gewonnen hat, wer die Euroleague gewonnen hat, wer alle anderen Ligen gewonnen hat. Wir schauen uns unsere Spielerstatistiken an. Vielleicht für die Leute, die ein Spiel sehen wollen, ein bisschen uninteressant, aber gehört für mich, sage ich mal, auf jeden Fall immer dazu, dass man da die Statistiken am Ende anschaut. Ich bin ein absoluter Statistik-Freak, muss ich wirklich sagen. Und deshalb auch selber, wenn ich eine Meisterliga zu Ende spiele, ich schaue mir alle Statistiken am Ende an. Aber ich will jetzt nicht zu lange reden. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Servus.